Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informant. Dieses Mal soll es um das spannende Thema gehen, wie man VeChain von der Crypto.com-App an einen Ledger Nano S bzw. Ledger Nano X senden kann und das Ganze in Verbindung mit Ledger Live. Und wie ihr das Ganze von mir kennt, werden wir hier sehr smooth in Ledger Live starten. Ich werde euch zeigen, wie ihr die App auf dem Ledger installieren könnt, wie das Ganze dann für VeChain funktioniert, und dann werden wir direkt bei mir auf das Smartphone gehen und werden diese VeChain Coins direkt an den Ledger schicken und das Ganze wirklich Schritt für Schritt ganz einfach im Video gezeigt. Für diejenigen von euch, die das Video verpasst haben, wie man VeChain unter Crypto.com ganz einfach kaufen kann, den habe ich jetzt oben rechts in der Ecke das Ganze noch einmal verlinkt. Und für diejenigen von euch, denen der Ledger Nano S bzw. Ledger Nano X nichts sagt und die auch mit dem Begriff Ledger Live nichts anfangen können, den habe ich ebenfalls schon ein Video produziert, das ich euch jetzt oben in der Ecke verlinken werde. Und dann noch einmal ein Hinweis in eigener Sache. Nach wie vor sind 95% meiner Zuschauer keine Abonnenten. Seid bitte so nett, klickt den Abo-Button, des beweist mir, dass mein Content auf dem Kanal passt und fördert meinen Kanal. Und bei 800 Abonnenten werde ich auch wieder ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Also seid schon gespannt, was hier kommen wird. Bevor es jetzt reingeht, hier noch einmal der Hinweis auf mein Notizbuch. Crypto Assets, simply a safe place when a hacker can access. Das perfekte Notizbuch rund um Krypto und natürlich auch die Möglichkeit, hier 10 Seeds zu notieren. Also ich denke, für die paar Euro, das kann euch wirklich Kopf und Kragen und eure gesamten Assets retten. Und bevor wir jetzt im Ledger Live starten, hier noch einmal der Hinweis, dass alles, was in diesem Video gezeigt wird, rein der Unterhaltung dient und in keinster Weise irgendeine Investmentberatung darstellt. Wir befinden uns jetzt auch schon, wie angekündigt, direkt auf der Ledger Live App und hier werden wir jetzt die VeChain App installieren. Also wir klicken hier einfach einmal auf den Manager und werden, nachdem jetzt die Verbindung mit dem Ledger aufgebaut wurde, dazu aufgefordert, beide Tasten am Ledger zu drücken, und selbiges werden wir jetzt tun. Und jetzt werden wir weitergeleitet direkt in den App-Katalog und wir sehen, der Ledger ist komplett leer, das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Speicher, um die App zu installieren, und wir suchen jetzt hier einfach einmal nach der VeChain App. Also wir geben hier einfach einmal ein V und ein E ein und werden auch schon sofort hier auf VeChain weitergeleitet und klicken hier einfach einmal auf Install, um die VeChain App auf dem Ledger Nano S zu installieren. Würde man das Ganze hier auf einem Ledger Nano X machen, würde das Ganze absolut gleich funktionieren, nur der Speicher wäre natürlich ein klein wenig größer. Seit der neuesten Firmware 2.0.0 kann man das Ganze auch wunderbar auf dem Ledger mitverfolgen, wie dieser Installing-Prozess abläuft. Und für diejenigen von euch, die hier noch nicht die 2.0.0 haben, was eigentlich essentiell ist, hier immer auf dem letzten Stand zu sein, denen habe ich schon ein Video gemacht, wie man den Ledger auf die neueste Firmware updaten kann, das ich euch jetzt oben rechts in der Ecke verlinken werde. Gut, also wir wären jetzt von Seiten Ledger Live fertig und haben jetzt einiges noch vor uns, wenn Ledger Live unterstützt ja VeChain noch nicht und man weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird, weil hier gibt es eine eigene Wallet und hier müssen wir natürlich einmal die Wallet downloaden und auch installieren, und genau das werde ich euch jetzt zeigen. Wir befinden uns jetzt auch schon auf der Seite vom VeChain Wallet, und für diejenigen von euch, die das Ganze jetzt wieder abtippen wollen, das Ganze könnt ihr euch sparen. Ich habe das Ganze, wie ihr das gewohnt seid, von mir direkt unter dem Video verlinkt. Also einfach unter dem Video das Ganze kopieren und in euren Browser einfügen. Und dann kommt ihr hier auch schon auf die Seite und wir werden uns das Ganze jetzt einmal gemeinsam anschauen. Also dieses Sync, das wir hier haben, ist jetzt diese offizielle Desktop-Wallet, und selbige
werden wir uns hier jetzt einmal downloaden. Also der hat jetzt einmal so um die 44 Megabyte und je nach Plattform könnt ihr das Ganze hier unten einfach einmal auswählen und dann habt ihr hier unten noch ein bisschen eine Historie dazu, also was sich hier schon alles getan hat. Und wir klicken jetzt hier einfach einmal auf Windows und laden uns das Ganze jetzt einmal direkt auf den Desktop herunter. Das Ganze sollte eigentlich relativ flott erledigt sein. Also man sieht hier, das Ganze sollte jetzt gleich, sind wir bei 56%, also sollte gleich abgeschlossen sein. Und sobald das Ganze fertig ist, werden wir hier gleich auf den Desktop wechseln und werden das Ganze gemeinsam einmal starten. So, wir gehen jetzt hier auf den Desktop und haben jetzt hier dieses SyncWin 1.3.0 und genau darauf machen wir jetzt einen Doppelklick und starten das Ganze einmal. Das Ganze öffnet sich jetzt und jetzt haben wir hier schon einmal eine kleine Übersicht, was hier eigentlich in der App alles geboten wird. Auch ich sehe das jetzt zum ersten Mal, also ihr seid hier wirklich absolut bei einer Premiere dabei und wir gehen jetzt hier mal auf Create a New Wallet Now. Und jetzt erkennen wir hier schon oben in der Ecke das Symbol von Ledger und da klicken wir doch glatt einfach einmal drauf und schauen einmal, was passiert. Also hier werden wir schon einmal dazu aufgefordert, die VeChain App am Ledger zu öffnen, die wir vorher installiert haben. Und genau selbiges werde ich auch jetzt tun. Und jetzt öffnet sich das Ganze auch schon und man sieht hier, okay, hier könnte man jetzt einen Device-Namen eingeben, das werde ich jetzt nicht machen. Und dann wählen wir jetzt einmal einen Account, okay, man muss hier einen eingeben. Nennen wir das Ganze einmal Ledger 2 und dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, hier was auszuwählen. Schaut eigentlich ähnlich aus, wie man das eigentlich vom Ethereum kennt, aber irgendwie reagiert er auf das Ganze nicht. Aber lassen wir das Ganze jetzt einmal auf Ledger 2 und klicken hier mal auf Import. Okay, und so schaut das Ganze jetzt einmal aus. Und jetzt klicken wir mal auf das erste Feld. Und eigentlich, wie man das Ganze kennt, eigentlich ganz einfach. Hier mit Kopieren könnte man die Adresse kopieren. Hier könnte man einen QR-Code ausgeben. Und hier könnte man auch ein kleines Log sich anschauen. Und genau auf diese Adresse würde ich vorschlagen, also auf diese 1er-Adresse, werden wir jetzt direkt von der App Coins hinüberweisen. Also sehen wir uns gleich wieder direkt bei mir am Smartphone in der App. Wir befinden uns jetzt, wie angekündigt, bei mir direkt am Smartphone in der Crypto.com App und werden von selbiger jetzt die VeChain an die vorher generierte Adresse schicken. Und das Ganze relativ einfach. Ich habe mir hier den Code einfach auf Papier ausgedruckt. Und selbigen werden wir jetzt abscannen und ich werde euch zeigen, wie das Ganze wirklich einfach funktioniert. Also normalerweise würdet ihr das einfach mit dem Smartphone am Monitor machen, aber das Ganze funktioniert relativ schlecht, wenn man ja quasi auch das Ganze aufzeichnen will. Also klicken wir einfach einmal auf Konten und danach werden jetzt einmal alle Konten angezeigt und wir klicken jetzt auf das Crypto Wallet und bekommen jetzt dann die Coins angezeigt, über die wir hier verfügen können. Und wir sehen jetzt eben schon die Crypto.com Coins und VeChain. Und wir klicken hier einfach einmal auf VeChain drauf und bekommen dann auch schon die VeChain angezeigt, die wir hier zur Verfügung haben. Also diese 2000, und die habe ich euch ja schon einmal gezeigt, wie ich diese erworben habe, also wie ich die zweite Tranche eingekauft habe. Und für diejenigen, die das verpasst haben, denen verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke des Videos zu den Kauf der VeChains. Also, jetzt einfach klicken wir hier auf Überweisen und dann haben wir hier zwei Möglichkeiten. Also wir haben hier Ein- und Auszahlen und wir klicken hier einfach einmal auf Auszahlen. Und dann bekommen wir natürlich die Frage gestellt, wohin wollen wir das Ganze auszahlen? Und jetzt wählen wir aus auf ein externes Wallet. Und jetzt
gibt es eigentlich eh nur eine Option, die uns bleibt, und wir wollen hier eine Wallet-Adresse hinzufügen und klicken das Ganze einmal an. Und jetzt wird das Ganze relativ schnell und einfach funktionieren. Also man wählt hier nur bei Adresse dieses Symbol für den Code aus und das Ganze springt dann automatisch auf die Kamera und wir scannen das jetzt einfach ein und das geht relativ schnell und flott. Und dann haben wir den Code eigentlich auch schon hier und geben hier eigentlich nur einen Namen ein. Also in dem Fall wie vorhin geben wir einfach den Ledger 2 ein, damit wir auch später wissen, was hier eigentlich Sache ist. Und dann klicken wir hier einfach auf Weiter. Und jetzt ist eigentlich einiges passiert und jetzt haben wir hier eine Mail bekommen und genau selbige Mail werde ich jetzt einmal öffnen und bestätigen und danach, nachdem hier das Ganze dann erfolgt ist, werden wir dann an genau selbige Adresse die VeChains senden. Wir befinden uns jetzt wieder in der App, nachdem ich jetzt diesen Wallet, also beziehungsweise diese Adresse für das Wallet, das wir Ledger 2 genannt haben, bestätigt haben. Und das Ganze funktionierte wirklich mit ein paar Klicks nur am Telefon, also einfach nur direkt in das Mail hineingehen und einfach die Adresse bestätigen. Und dann schaut das Ganze schon wie folgt aus. Also wir haben jetzt hier die neue Adresse schon bestätigt und hinterlegt und klicken hier einfach einmal auf Auszahlen. Und jetzt ist natürlich entscheidend, wie viel wir hier auszahlen wollen. Und wir bekommen hier unten schon angezeigt, maximal 2000 Stück. Und jetzt für diejenigen von euch, die das zum ersten Mal machen, denen kann ich nur sagen, nicht gleich die ganzen 2000 schicken, sondern einmal einen Betrag vorab zum Testen, einen kleinen Betrag. Und erst dann, wenn man merkt, dass das Ganze wirklich funktioniert, dann erst die große Menge hinterher schicken. Und genau dieses Vorgehen würde ich euch in der Blockchain-Welt immer empfehlen, weil wenn das einmal in den Limbus gegangen ist, kann euch keiner mehr helfen und kann das wieder zurückholen. Also wir geben jetzt hier einfach einmal das Ganze weg, also ich klicke hier oben hier von Euro auf VeChain, nehme das Ganze weg und gebe hier jetzt einmal 10 Stück ein. Und 10 Stück sollten jetzt einmal reichen, um das Ganze einmal zu testen. Wir klicken jetzt dann, nachdem wir die 10 eingegeben haben, also das entspricht ungefähr 1 Euro, gehen wir hier auf Weiter, haben dann eine Aufstellung, wie das Ganze mit den Gebühren ausschaut und haben hier eben schon aufgelistet, das Ganze kostet 0,05 VeChain Gebühr, oben die Adresse, an die es gehen soll und selbiges haben wir jetzt einmal noch gecheckt. Wir schauen uns jetzt das Ganze noch einmal an, ob auch die Adresse passt, vergleichen auch hier wieder die ersten und die letzten 4 bis 5 Stellen, das passt auch und bestätigen das Ganze einfach mit einem Klick. Natürlich, wie wir das von der App gewohnt sind, ist jetzt dann noch der biometrische Fingerabdruck gefordert, um das Ganze zu bestätigen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Und so viel einmal dazu, wie man von der Crypto.com App an eine externe Wallet VeChain versendet. Und jetzt wollen wir natürlich noch einmal kurz direkt in das Wallet schauen, um nachzusehen, ob das Ganze auch wirklich angekommen ist. Also wir sehen uns gleich wieder direkt in der App. Wir befinden uns jetzt auch, wie von mir angekündigt, direkt in der App und werden jetzt schauen, ob auch auf dem Wallet, das wir mit dem Ledger erstellt haben, einfach diese Token angekommen sind. Und das Ganze hier oben rechts in der Ecke haben wir Wallets angezeigt und genau auf dieses Symbol klicken wir jetzt einmal drauf. Und jetzt werden einmal die Wallets, die wir hier zur Verfügung haben, angezeigt. Nur der Vollständigkeit halber, man hätte auch hier die Möglichkeit mit der Create-Taste hier ein lokales Wallet anzulegen. Aber diejenigen, die mich kennen und die meinen Kanal verfolgen, wissen, das ist absolut nicht mein Ding und auch nicht meine Sache hier, das Ganze lokal zu machen, weil das einfach dem widerspricht, für das ich stehe. Und es hat einfach ein Private Key oder dergleichen nichts auf einem lokalen PC oder Rechner verloren, sondern das Ganze wirklich sauber mit einem Hardware-Wallet und deswegen klicken wir jetzt auch auf Abort
und widmen uns wieder dem Ledger. Und jetzt haben wir hier wieder die Adressen aufgelistet, die generiert wurden, als wir hier mit dem Ledger eingestiegen sind. Und jetzt klicken wir eben auf diese Ledger 1 Adresse und die Aufmerksamen unter euch haben es auch schon entdeckt, die sind hier schon gelandet. Und jetzt haben wir das Ganze hier aufgelistet, also die VeChain Token sind auch schon hier und eben die angekündigten 9,95, weil diese 0,05 wurden ja als Gebühr einbehalten für die Transaktion auf der Blockchain. Und jetzt natürlich für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, wie ich an diesen 2D-Code gekommen bin, also ganz einfach hier unter Show QR-Code einfach draufklicken und schon wird auch dieser Code generiert, den man braucht, um hier etwas herzuschicken und das Ganze wirklich sehr komfortabel aus der App heraus. Also da muss ich sagen, da bleiben wirklich keine Wünsche offen und ihr habt gesehen, das geht wirklich absolut blitzschnell und sehr einfach. Also da kann man nicht viel falsch machen. Man könnte selbige Adresse auch hier mit Kopieren in den Speicher holen, bringt einem aber natürlich nicht viel, wenn man das Ganze mit dem Smartphone transferieren will. Der Vollständigkeit halber möchte ich euch noch zeigen, wie das Ganze funktionieren würde, wenn ich diese VeChain Token jetzt wieder wegschicken möchte. Also wir haben jetzt wieder hier oben die Adresse, auf der sich die Token befinden. Wir würden dann hier die Adresse eingeben, an die wir das Ganze schicken wollen und da unten dann einfach, wie viele das wir versenden wollen. Und das wäre es dann eigentlich auch schon. Hier noch einmal auf Senden klicken, das Ganze mit dem Ledger bestätigen und das Ganze wäre dann erledigt. Also wirklich ganz einfach, wie man das auch gewöhnt ist, wenn man etwas mit dem Ledger macht. Also wirklich sehr einfach, sehr leicht. Also man braucht da keine Scheu haben, diese App zu nutzen, auch wenn sie nicht direkt in Ledger Live integriert ist. Gut, und das soll es jetzt dann eigentlich auch gewesen sein, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Wenn es euch gefallen hat und einen Mehrwert geboten hat, dann sagt es bitte weiter. Abonniert meinen Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wieder ein neues Video von mir auf meinem Kanal erscheint. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.